Okay, willkommen zurück zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong von Spencer, mit Spencer und mit Mario. Und Spencer bin ich, das ist Mario und ich spiele Mario und ja, geht einfach. Keine Ahnung. So, ja, ich nehme das schon zum zweiten Mal auf, weil ich so extrem ein Loser bin. Weil ich so extrem gesackt habe bei diesen Levels, die gleich kommen werden. Und ich konnte euch das einfach nicht zeigen, weil ich kaum was geredet habe und so. Und ja, es sind einfach nur 7 Minuten, wie ich die ganze Zeit sterbe und das wollt ihr nicht sehen. Ich habe ja gesagt, ich schneide hier nicht, aber es heißt ja nicht, dass ich hier alles gleich, ich muss ja euch unterhalten und wenn das nicht geht so, dann muss ich das nochmal neu drehen, bis es unterhalten ist. Und ich bin halt gerne unterhalten. Okay, wir gehen hier runter, weil wir hier runter müssen. Rüber. Hier rüber. Und dann müssen wir hier rüber. Diesen Schalter betätigen. Den Schlüssel da hochwerfen. Und dann diesen Schalter noch einmal betätigen. So. Nee, nicht werfen. Oh mein Gott. Oh, das war ganz knapp. Ich drücke einfach zu viel B, wenn ich so irgendwie... Ich bin einfach ungeduldig. Ah ja, okay, dieses Level ich eigentlich nicht. Es ist so scheiße. Nee, das war gar nicht das Level, das ich so scheiße fand. Okay, was? Oh nein. Naja, egal. Ist ja nicht schlimm, ist ja jetzt gleich am Anfang gewesen. Nee, ich hab mal... So. Guck da. Oh mein Gott, stellt euch vor, ich werde eine Flamme brennen. Oh mein Gott, wie viel. Was ist hier? Okay, kein Problem. Ich bin Unbesiegbarkeits-Mario. Ja, du besiegst mich nicht, du komisches Stein-Monster-Dingsi. Ich. Okay, du hast mich doch besiegt. Oh, fies. Komm, beweg dich! Nee, rüberlaufen. Ich muss schauen, wo ich hingehe. Also. So, ah, lauf doch. So, jetzt. So, komm ich hin. Aha, so. Ich brauch das nicht, oder? So, du gehst da rüber. So, dann können wir diesen Mini-Mario hochheben. Sehr schön. Ja, oh mein Gott, die letzte Welt. Die haut mal nochmal richtig alles raus aus einem. Okay, hier ist das Level, das ich einfach nicht checken würde. Aber dabei ist es so einfach, Mann. So einfach. Nee. Hup. Nee, ich muss jetzt da hoch. Und da ist es kein Problem, da hochzukommen. Wegen diesem coolen Sprung. Jetzt muss ich diesen Typ hier aufhalten. So, das war's jetzt. Auf das bin ich einfach nicht gekommen. Jetzt muss ich diesen Typen rüberbringen. So, dann ist jetzt alles okay. Nee, Moment. Oh, ich muss so machen. Ja, ich hätte einen anderen aufhalten sollen eigentlich. Warum bist du so dumm? Nee, so geht das nicht. Ich kann ja auch so rüber. Oh Mann. Nee, da komme ich ja nicht an den Schlüssel. Oh, ich bin so dumm. Nochmal. Vergesst, was ich... Ich bin wieder dumm. Ich muss den anderen aufhalten und das muss ich jetzt tun. Das ist meine Mission. So. Ich kann den anderen nur aufhalten, wenn ich so bin. So, jetzt geht's. Jetzt geht's, kein Problem. So, haha, ich bin so gut. Jetzt kann ich diesen Sprung benutzen. Und ich habe für dieses Level echt so circa 7 Minuten gebraucht. Und jetzt habe ich gerade mal 2 gemacht oder so. Keine Ahnung. Ich kenne das Zeit. Und hier ist auch wieder so eine miese Falle. Okay, ja, das war dumm. M
Diese Fallen sind scheiße. Da bin ich auch am Anfang ganz doll zweimal reingeknallt. Oh nee, komm, ich bin doch nach oben. So. Nimm schon Laser. Das habe ich nicht nötig. Okay, mal umschauen. Weil ich kann. Okay, ja, das ist dieses Level. Nee! Was zur Hölle? Was gibt denn das jetzt? Ey, wie viel ist. Ich habe keinen Screenshot gemacht, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube mit E oder so, keine Ahnung. Naja, geil. Das interessiert euch eh nicht. Warum erzähle ich solche Scheiße? Okay. Lalalala, los, hoch hier. Ich muss hier rangehen. Ah, okay, es wäre einfacher, wenn ich. Oh, ich bin noch hoch. Oh Mann, ich gehe halt einen Launchschalter aktivieren, kein Problem. So, da habe ich das hier mit schon sehr gut gemeistert. So, zack, los, jetzt hier rüberspringen. Zadadam. Nee, ich habe keinen Bock auf dieses Scheißding zu warten. So geht's nämlich auch. So, ja, so. Nee. Oh, okay. Oh, mein Gott. Ja, ich warte lieber. So, Mini-Mario, endlich. Oh, mein Gott, ich hasse dieses Level so sehr, von Herzen. Mit Schmerzen. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Ja, ich kenne das schon. Ja, das ist so eine Verarsche. Hier soll man hier. Hier kommst du so rüber und dann denkst du so: ich drück mal den blauen Schalter. Aber das ist eine Falle, das darfst du nicht. Weil, wenn du den blauen Schalter drückst, kommst du hier nicht rechts rüber. Ey, wie fies. Das sind so Arschlöcher, ey. Und hier rechts musst du rüberkommen, um den Schlüssel zu kriegen. Jedenfalls habe ich das so gemacht. Und wenn du ohne Geschenke willst, also. Kannst du hier rüber. Hier zurück. Also so geht es am schnellsten, denke ich mal. So. Und schon gehen wir zur Tür. Ich spiele das einfach immer vor, weil mich das ankackt. Hier kackst dich auch an. Da gehst du zuerst mal rüber und dann so merkst du, dass du einen Schalter drücken musst. Und dann. Okay, in diesem Level bin ich echt tausendmal verreckt. Hier kommt der dümmste Part. Ich habe die ganze Zeit versucht, da rechts irgendwie hier durchzukommen. Aber da sind so Stacheln. Bis hier ist schon wieder so ein Arschpart. Du musst warten, bis der Shy Guy auf dem Blauen ist. Wenn er da nicht drauf ist, wenn er auf diesen Stacheln da ist, hast du verloren. Dann musst du Suizid begehen. Darum ist, glaube ich, da auch das Leben da. Aber jetzt ist das Level ganz einfach. Whippie. Nächstes Level, wir haben noch Zeit. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Das sollte knapp. Ja, nee, ich mache hier Pause. Ich habe keinen Bock mehr. Fertig. Schluss jetzt. Tschüss.